Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drive Club. In dieser Folge will ich den transatlantischen Pokal erringen. Deswegen, holy moly, diese Karren sind mega, mega krass. McLaren, Junge. Atafatta, Junge. Lambo. Noch ein Nissan GTR. Okay. Ha! Wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn? Ich glaube, hier sind auch ganz viele Autos vom DLC, von diesen DLCs, die ich gekauft habe. Zum Beispiel der hier, würde ich mir zwar sagen, dass der auf jeden Fall ein DLC-Wagen ist, aber der hier wiederum nicht. 570S, und was war der hier? Der ist ein 650, okay. Die kann man kaufen, okay, das sind halt nur McLaren 12C. Kann man halt noch kaufen, okay. Brauche ich nicht. Der ist natürlich geil. Das ist dann nochmal so ein DLC-Wagen. Nochmal einen Ruf. 26 bekommen wir den. Wow. Der ist natürlich krass. Der auch. Ein Ferrari, genau, ja. Wer kennt ihn nicht, ne? Ferrari natürlich. Und das ist der 12C, der normale, okay. Berlinetta, Junge. 66. Das ist aber Level. Okay. Italia. Ich bin gerade noch ein bisschen platt von dieser Menge an Autos. Okay, ja, ist ja aber ein Leistungsunterschied. Der hat Electric Drive, heißt der. Dann ist er auf jeden Fall elektrisch. Aber ich will mit Ferrari fahren und ich würde einfach mal den hier nehmen. Ich nehme den Rot. Vielleicht gibt es noch ein schöneres Rot. Dann schauen wir mal, ob ich überhaupt noch auf der Strecke bleiben kann. Bei den krassen Karren. Ja, das ist Geschwindigkeit. Oh, Scheiße, Mann. In 2 Minuten und 44 Sekunden ist das theoretisch schon Ende. Weil ich müsste die Zeit erreichen. Ferrari, geh auf Seite. Und jetzt hast du schnell zum Porsche. Der Porsche, der kann aber nichts, Junge. Ich habe einen Ferrari, verdammt. Verdammt normal hier. Jump.
scheiß mal auf Driften. Ich will das Rennen und die Meisterschaft auch gewinnen. Oh, der kommt aber mit einer guten Höchstgeschwindigkeit angerast, der Typ. Oh, dann cooles Design da. Auf jeden Fall. So, jetzt noch hier schnell durch. Mit voller Karacho hier durch. Ich glaube, das geht, ja, ja, doch. Und jetzt noch die Zeit schlagen. Ja, das müssen wir schaffen, auf jeden Fall. Bam. Und vor allem das jetzt noch nicht mal die höchste Wagenklasse, also das kann man eigentlich ja gar nicht glauben. Wenn man jetzt hier schon so einen krassen Ferrari fahren darf. Oh nein, 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 das ist diese Map in der Nacht. No way. Der müsste eine bessere Beschleunigung haben, der Typ, oder? Ja, hat er. Gibt es ja nicht auch Formel 1 Autos, also das frage ich mich jetzt wirklich. So, ich wiege mehr als du hier auf Seite, Junge. Das ist natürlich auch schlecht, wenn man so ein kleines Fahrzeug hat. So ein leichtes, kleines. Dann kann man natürlich die anderen Leute nicht wegrammen. Nee, das ist eine andere Strecke. Beziehungsweise die gleiche, aber mit einer anderen Streckenführung. Oh lol, was ist denn da mit meinem Wagen passiert? Ah, und jetzt kommen wir wieder hier auf die Strecke und dann, ja gut, das ist eine kleine. Fehlerfreie Runde muss ich hin. Oh nein, Junge. Das schaffe ich nicht. Wahrscheinlich rammt er mich jetzt. Und dann war es das mit meiner fehlerfreien Runde hier. Und ich muss Zweiter werden. So, mal schauen. Und los. Okay, ja, nein, fehlerfreie Runde ist nicht. Oh Mann, Junge. Ich spiele doch da drauf. Auf die fehlerfreie Runde. Warum denn jetzt Fehler? Wo war der Fehler? Als ob die mich so verarschen wollen. Just no. So. Oh, es wird Tag. Na, immerhin. Jetzt darf ich nicht außerhalb der Map rausfahren, weil ansonsten wird das, glaube ich. Ah, hier komme ich aber mit voller Karacho durch. Das habe ich ja die ganze Zeit nicht gemacht. Und ich schwöre euch, ich will hier eine fehlerfreie Runde erzielen, weil ansonsten muss ich jetzt nochmal die Meisterschaft fahren, darauf habe ich keinen Bock. Aber ich will halt auch die volle Sterne, ne, bei dieser Tour hier. Deswegen bleibt mir ja nichts anderes übrig, als alles zu geben.
Aber hier, wenn es so Tag ist, macht es mehr Spaß zu fahren. Meiner Meinung nach, weil dann erkenne ich wenigstens die Map, die Strecke vor mir. So. Fehlerfreie Runde, da haben wir es. So, den transatlantischen Cup haben wir geschafft. Und jetzt machen wir den Marussia? Okay, Mawashia. Ja, okay. Den Driftteil von denen hier. Im Blau. 8.900 Punkte. Ist nicht so viel. Eben habe ich eine gemacht, wo man mindestens 15.000 gebraucht hat. Aber wie gesagt, es war auch, Alter, der ist ziemlich laut. Nein. Autsch. Das Auto ist aber... Das driftet auch schon von alleine. Okay, das war scheiße. Das war wiederum... Gut, okay, hier muss ich gar nicht driften. Schade drum. Ja, okay, easy. Autsch. Ja, 12.000. Die Drift-Events, die gehen immer ganz, ganz schnell von der Hand. Ein Ferrari, ne? Muss man hier fahren. Nehmen wir mal den Ferrari hier. Also, weil da drauf ist halt einer. Deswegen nehme ich den. Eigentlich muss man ja nicht mit denen. Ich komme wieder in Marussia. Marussia, Junge. Mein Russland. Marussia. Nehmen, aber... Da drauf. Ja, habe ich keinen Bock. Das ist ein Ariel Atom. Ach, der ist erster. Okay, vielleicht warte ich, bis ich den freigeschaltet habe. Und dann nehme ich den. Und dann fahre ich hier das Ding. Weil ich glaube, mit ja, der Ariel hat halt eine gute Beschleunigung. Und Top Speed ist hier nicht gefragt, oder? Ja, vielleicht jetzt. Ja, hier noch. Man weiß das ja schon. Da kommen wir noch gut raus. Besser als der vor mir auf jeden Fall. Nein, Mann, Kurvenstrafe. Und das ist ja jetzt eigentlich schon, ja, ist schon egal, was ich jetzt hier gemacht habe. Aber ich bin sogar noch hier mal schneller als ich. Das ist natürlich ziemlich gut. Okay, dann hier, ja, neu starten. Ja, bitte, bitte. Jetzt weiß ich ja, dass ich da einfach durchfahren kann. Aber nicht hier, ne? Hier muss ich noch bremsen. Genau, ja, ich kam super durch. Hier muss ich ja nicht bremsen. Lalala, einfach durch hier. Bremsen wird jetzt hier angesagt. Ist hier angesagt, whatever. Okay. Der Ariel Atom macht mir gerade ein bisschen zu schaffen, um ehrlich zu sein. Das ist ja schon ein starker Gegner. Weil die Beschleunigung des Autos ist um Längen besser als meine Beschleunigung. Und hier habe ich voll verkackt. Oder? Habe ich voll verkackt? Ja, da stehe ich minus. Ich sehe es in der oberen Ecke. Das ist sowas von klar. Da habe ich den Bremspunkt wieder mal verkackt.
Hier zieht er einfach ab. Natürlich. Ja. Ja, komm ich besser raus? Komm ich besser raus? Und nein, Mann, durch das Gedingens. Und dann verkacke ich jetzt auch schon die nächste Runde. Da kann man sehen, wie schnell ich damals war. Fuck it, Junge. Das ist jetzt aber ziemlich challenging auf jeden Fall. Ja, da kam ich besser aus der Kurve. Indem ich einfach... Okay. Ja, ich bin... Ja, das... Na, okay, jetzt kann ich hier besser durch. Als mein früheres Ich. Dann muss ich jetzt diese Kurve gut nehmen und direkt aufs Gaspedal drauf. Damit ich diese Kurve hier noch exzellent nehmen kann. Okay, jetzt heißt es nicht zu schnell um die Kurve. Auch mal bremsen, aber nicht zu viel. Und driften, den Wagen kommen lassen und die Zeit schlagen. Okay, auf jeden Fall, hier gibt es noch Verbesserungswürdigkeiten bei mir. Keine Frage. Das ist keine perfekte Zeit gewesen. Hier einen schnelleren... Wow. Hennessey? Ja. Venom GT, okay, krass. Hennessey kenne ich gar nicht, die Firma. Ist sie gut? So, und... Ich würde sagen, in der nächsten Folge spielen wir mal gegen Italien, weil ich werde auf jeden Fall ein deutsches Fahrzeug nehmen. Oder ein italienisches, ne? Weil ich habe ja kein Porsche. Da wird da ja nichts. Aber mal schauen. Auf jeden Fall beende ich damit jetzt hier die Folge. Bis zur nächsten Folge von Drive Club. Haut rein.